Ich beginne mit dem, womit wir uns mit allen anderen einig sind. Dem Dank, dass der Behinderten- und der Seniorenwahlrat diesen Antrag gestellt haben und sich einmischen. Wir werden im Unterschied zu, wie es gerade aus der Koalition ja auch genannt wird, wir werden es auch unterstützen, weil wir es auch inhaltlich richtig finden. Und ich finde, es ist nie zu spät, sich einzumischen, wenn man merkt, dass etwas nicht funktioniert. Es hat lange gedauert, bis der Antrag auf der Tagesordnung behandelt wurde. Er war ja auch schon die letzten Monate immer in der Stadtverordnetenversammlung und kam nicht dran. Ich finde aber sogar, es ist jetzt ein besserer Zeitpunkt, weil jetzt ist eben ein Jahr rum. Und auch bei uns im Stadtteil ist es immer noch Thema, weil die Schließung von der Sparkassenfiliale eben nicht nur Menschen mit Behinderung betrifft. Und in Kassel ist immerhin jede fünfte Person hat eine Behinderung. Die sitzen nicht alle in den Gremien drin, die werden aber alle mit dem Behindertenbeirat vertreten. Es betrifft nicht nur die älteren Menschen, und das sind in Kassel auch 25% der Bevölkerung. Es betrifft auch diejenigen zum Beispiel, die Familien haben und wo die Frage ist, ob man mit drei kleinen Kindern für eine Banküberweisung oder für das Gespräch in der Sparkasse mal eben in die Innenstadt fahren kann. Und das ein Riesenaufwand plötzlich wird, wenn man bisher einfach um die Ecke in die Filiale gehen konnte. Es wurde schon genannt auf die Funktion als sozialer Treffpunkt und ähnliches. Aber es geht ja tatsächlich darum, wie funktioniert es, dass es eben nicht zum Riesenaufwand wird, in die zur Sparkasse zu gehen. Ich finde, es ist eben jetzt der richtige Zeitpunkt, weil man sowas natürlich solche Entscheidungen auch auswerten muss. Also es ist bei uns nach wie vor ein Thema im Stadtteil, es ist nach wie vor in vielen Teilen der Bevölkerung ein Thema. Es ist gut, wenn Herr Lehmkuhl das in den Verwaltungsrat nochmal zum Thema macht. Es wäre noch besser, wenn wir hier auch klar machen, dass wir auch dahinter stehen, in welche Richtung es gehen soll und dass der Service besser werden muss. Der Antrag sagt ja erstmal, wir brauchen in jedem Stadtteil irgendwie ein barrierefreies Angebot und das soll auf der Tagesordnung nochmal besprochen werden. Weil das Ziel, dass überall Barrieren abgebaut werden, das ist doch eigentlich beschlossen und sollte doch das Ziel von allen sein. Und deswegen brauchen wir doch einen Plan, wie wir dorthin kommen. Und die Telefonüberweisung ist eben offensichtlich keine ausreichende Kompensation gewesen. Gerade wenn man im gleichen Atemzug immer sagt, passen Sie auf, wenn irgendjemand anruft oder es ist der Enkeltrick oder ähnliches, das ist eben keine Kompensation, die funktioniert, oder das mit DHL oder mit Hausbesuch zu Hause zu machen. Die Sparkasse könnte sich aber doch auch anders überlegen, was wären denn andere Möglichkeiten. Gäste nicht auf sowas, wie mobil zum Beispiel an Markttagen, sich mit dem Waggon hinzustellen und dann weiß, Mittwoch ist die Sparkasse vor Ort und da kann man solche Sachen machen. Gäbe es nicht einfach noch andere Möglichkeiten? Ich finde, es ist Zeit, dass die Sparkasse sich nochmal überlegt, wie kann man in allen Stadtteilen so Angebote machen. In die Richtung geht der Antrag und da sollte man dann vielleicht auch mit breiterer Beteiligung als dem Kürzen Verwaltungsrat das nochmal zum Thema machen. Und deswegen unterstützen wir das, denn Gewohnheiten ändern sich und eigentlich sagen wir doch, wir wollen eine Stadt der kurzen Wege, wir wollen nicht mehr ewig lang durch die Stadt fahren, weil da viel zu viel Verkehr ist. Deswegen brauchen wir Angebote vor Ort um die Ecke, wo es kurz ist. Und dann muss sich eben da jetzt auch wieder was ändern.